Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Kassenärzte für Ende von Corona-Maßnahmen für vollständig Geimpfte. Verbandschef Gassen sagte der Bild-Zeitung, bis September werde es für alle Impfwilligen ein Angebot geben. Dann müssten Auflagen wie die Maskenpflicht weg. Dies sei wichtig, um die Impfmoral hochzuhalten. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden 212 Corona-Neuinfektionen gemeldet, 7 weniger als in der vergangenen Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt weiter bei 5. Nach Einsturz von Wohnhaus in Florida Restgebäude gesprengt. Der Abriss der instabilen Ruine war zwingend, da Ausläufer des Tropensturms Elsa im Süden des US-Bundesstaates erwartet werden. Die Opferzahl des Einsturzes ist auf 24 Tote gestiegen. Noch immer werden 121 Menschen vermisst. Niederländisches Königspaar kommt nach Berlin. Willem Alexander und Maxima wollen kulturelle und wissenschaftliche Institutionen besuchen. Auch Treffen mit Bundespräsident Steinmeier, Kanzlerin Merkel und Berlins regierendem Bürgermeister Müller sind geplant. Das Königspaar will 3 Tage in der Hauptstadt bleiben. Überflutungen in Nordrhein-Westfalen. Vor allem das Ruhrgebiet war gestern von kräftigen Regenfällen und Gewittern betroffen. In Fröndenberg im Kreis Unna musste die Feuerwehr mehr als 260 Mal ausrücken. In einem Ortsteil fielen fast 120 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Keller liefen voll, Straßen wurden überschwemmt. Das Wetter heute meist viele Wolken und nur zwischendurch Sonne. Zeitweise kann es regnen, nach Nordosten hin auch einzelne Gewitter. Südlich der Donau meist trocken, Höchstwerte 17 bis 26 Grad.